Die Schokofrösche bei Fred und George schmecken einfach am besten. Bin gerade auf dem Weg nach oben. Muss Energie für ein Quidditch-Spiel tanken. Danke für die Information. Und jetzt geht's weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. So, wir müssen Fred mal folgen, der will uns den Laden zeigen. Das machen wir direkt. Also, okay, das Schloss sieht schon wesentlich cooler aus als vorher. Nicht wesentlich super größer, besser, aber schon besser. Die also doch irgendwie besser. Bei Fred und George schmecken einfach am besten. Bin gerade auf dem Weg nach oben. Muss Energie für ein Quidditch-Spiel tanken. Ah, jetzt haben wir immer die gleiche, dann sagt sie immer das gleiche. Das ist ein bisschen nervig. Hi, Harry. Hallo. Ist es nicht toll, wieder in Hogwarts zu sein? Achso, da brauchen wir die Passwort dafür, ne? Wo ist er hingelaufen? Oh, okay. Ah. Das ist ein bisschen größer geworden hier. Die Schokofrösche bei Fred und George schmecken einfach am besten. Das ist ein bisschen nervig, dass wir das gleiche sagen. Nach oben. Muss Energie für ein Quidditch-Spiel tanken. Professor McGonagall! Oh. Professor Dumbledore! Gut zu sehen, dass es dir besser geht, Harry. Danke, Professor. Ihr habt bemerkt, dass Hogwarts gegenwärtig einige der Dementoren von Azkaban im Auftrag des Zaubereiministeriums beherbergt. Ich wette, Sirius Black macht wegen der Dementoren hier einen weiten Bogen um Hogwarts. Kommt, Leute! George wartet im Laden. Folgt mir! Okay. Hinterher! Alter, wie hoch geht's denn noch? Ich dachte, das müsste jetzt das Ende sein, oder? Ja. Speichern wir kurz hier. Depulso! Depulso! Alle drei! Depulso! Ah. Hat ja nicht so gelohnt. Ich treffe euch beide später. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch zu Professor McGonagall muss. Was das nun wieder soll? Na. Sie hat ja dieses Zeitreise-Ding, ne? Hallo Harry, willkommen in unserem Laden. Wow, schau dir all die Sachen an. Mit einfach an den Gegenstand ran, der dich interessiert. Wir sagen dir dann, was es ist und wie viel es kostet. Okay, was ist mit der Karte hier zum Beispiel? Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Okay, 25 brauchen wir da. Und hier? Ohne diese Karte ist deine Sammlung garantiert nicht vollständig, Harry. Kaufen wir mal. Ja, ich nehme es. Und hier? Ohne diese Karte ist deine Sammlung garantiert nicht vollständig, Harry. Nehmen wir auch. Das kaufe ich. Okay, dann noch mehrere Karten. Schokofrosche kaufen wir nicht, das ist ja Quatsch. Was ist das da oben denn? Oh, das ist eine ganz besondere Sammelkarte, Harry. Wir schenken sie dir, wenn du alle anderen Karten deines Satzes zusammenbekommst. Ah, okay. Was sind das für Schrifttypen hier? Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Okay. Und warte mal, hier drüben sind auch noch ein paar Karten. Welche war da? Oh, nette Karte. Und noch dazu ein Schnäppchen. Ja? 200. Naja, wir haben das Geld, ja. Kaufen wir trotzdem mal. Okay, geht in Ordnung. Und hier? Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Was da? Wir haben Draco Malfoy um diese Karte erleichtert. Die kaufen wir auch. Hört sich gut an. Ich kaufe es. Gut, jetzt haben wir zwar nicht mehr viel Kohle, dafür haben wir aber richtig viel was bekommen. Vergiss nicht, Harry. Danach wollen wir Hermine bei Pflege magischer Geschöpfe treffen. Machen wir. Lass uns mal dahin. Komm bald wieder, Harry. Mach ich. So, die Karte, das rumtreibt, guck uns mal an. Aha. Okay. Kann ich eine Hermine auch finden hier drüber? Nee, kann ich nicht. Na gut. Oh, Peeves. Oh nein, Peeves. Armer Potti und Wiesel. Sie haben keine Passwörter, keine Abkürzung durch die Potti-Tres. Oh, schau mal hier. Ich habe ein Passwort. Genau hier. Okay. Los, Ron! Das Blatt kriegen wir! Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Recto tempra! Fand! Recto tempra! Was Besseres? Recto tempra! Ja, genau so, Ron! Recto tempra! Ouch! Ja, habt ihr's. Ihr werdet noch von mir hören. Lass die Karte fallen, ja, okay.
Wir haben die Passwörter. Komm, lass es uns versuchen. Wie viele Passwörter haben wir bekommen? Eins bestimmt nur, ne? Die funktionieren nur bei den Porträts mit den Stockwerknummern drüber, stimmt's? Glaub ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Sternenlicht. Das. Wir müssen jetzt zur Pflege magischer Geschöpfe. Und dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Weiß einer von euch, wo wir hin müssen? Ich glaube, der Unterricht findet unten auf der Koppel statt. Seid ihr auf dem Weg zum Pflege magischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist Neville Longbottom. Das ist toll, Neville. Lass uns zusammen gehen. Kommt, folgt mir. Den haben sie richtig gut getroffen, muss ich zugeben. Der sieht ihm wirklich sehr ähnlich. Verdammt schnell ist er. Und hier ist die kleine Tür jetzt. Der Neville sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also den habe ich sofort erkannt. Die haben sie gut getroffen, finde ich. Hermine sieht ja überhaupt nicht ähnlich, finde ich. Hätte auch sonst sein können. Nur durch die Haare erkenne ich sie. Der Unterricht findet unten bei der Koppel statt. Hier lang. Wir brauchen die ja nachher, weil wir können ja richtig viele coole Sachen kaufen. Wie nett, dass Neville auf uns wartet. Wir müssen wohl langsam zum Unterricht. Oh, die Ländereien haben sich auch ein bisschen verbessert. Nicht mehr ganz so kantig. Ein bisschen runder. Zur Pflege magischer Geschöpfe geht es durch das Tor dort. Und das muss eine Wichtelplage sein. Wenn ihr drei mit den Wichteln fertig seid, geht es hier zu Pflege magischer Geschöpfe. Okay. Deine Entscheidung, Harry. Wir können noch ein bisschen erkunden oder Neville zum Unterricht folgen. Erkunden natürlich. Komm. Das sind neugierige Kinder, die nur Quatsch machen. Wichtel! Ah! Lass mich in Ruhe! Wir haben es hier mit einer Wichtelplage zu tun. Können wir irgendwie helfen? Zaubert auf den Brunnen, um den Schwarm aufzuwecken. Ihr müsst zusammenarbeiten, um sie zu vertreiben. Erwischt ihr nicht alle Wichtel auf einmal, könnt ihr es immer wieder versuchen. Okay. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr den Schwarm besiegt. Schafft ihr es, alle Wichtel zurück in den Brunnen zu scheuchen, bekommt ihr alle 5 Karten des Satzes. Aber das ist nicht einfach. Probier mal. Depulso! Ausgezeichnete Arbeit! Die Vertrauensschülerin meinte, wir würden alle 5 Karten des Satzes gewinnen, wenn wir alle Wichtel vertreiben. Haben wir schon eine Karte bekommen? Meinen Sie damit? Ich dachte, die kommen alle. Ich dachte, sie müsste den Brunnen dreimal machen oder so. Das muss ich gar nicht. Depulso! Doch, wollte ich. Rectocentra! 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 Okay, habe ich die anderen wahrscheinlich gerade eben eingesammelt. Habe ich einen gekriegt? Gut, versuchen wir mal. Jetzt kommt, Leute. Depulso! Rectocentra! 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 Komm! Rectocentra! 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 Rectocentra!
Rectusentra! 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 Oh, noch mehr raus. Rectusentra! 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 Ausgezeichnete Zauberei, ihr beiden! Okay. Gut, nur machen wir hier den Pult einsammeln. Ich weiß nicht, ob wir Energie verloren haben. Ich glaube nicht. Depulso! Aber dann muss ich richtig treffen. Depulso! Rectusentra! 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 Schießt ein bisschen mehr, aber so richtig schlimm ist es jetzt nicht, oder? Rectusentra! 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 Gut gemacht, Ron! Du warst brillant, Hermine! Okay, letztes Mal, oder? Depulso! Rectusentra! 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 Einfach nur Fleißarbeit, oder? Rectusentra! 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 Wir haben es geschafft! Genau! Fliegt weg und kommt nie wieder! Das war einfach klasse! Das geht so. Okay, haben wir alle bekommen? Anscheinend. Nee, da ist es dann. Geht's zurück. Dann gehen wir mal zur Pflege von magischen Geschöpfen. Das kann ich mir noch ganz gut spannend vorstellen. Das ist Hagrids Hütte, ne? Mal kurz hingehen und gucken, was bei Hagrid los ist, obwohl die Tür ist zu, ne? Depulso! Oh, die sammeln wir ein. Depulso! Das glaube ich Sinn. Depulso! 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 Der Hagrid ist nicht so witzig, aber wir? Aber die sammeln. Depulso! 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 Also können wir theoretisch 3 Milliarden Dinge einsammeln? Depulso! Depulso! Na, guck mal. Oh, gut, gut. Na, jetzt mal dir. Ja, guck mal nicht rein. Aber Hagrid ist ja auch nicht da, hey, der ist ja bei Pflege. Was will er? Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Ja. Kein Problem. Viel Spaß gerne. Mit der Karte, Junge. Das Geld hatten wir ja gerade. Also, ja. Oh, das ist ein Top, den holen wir uns noch schnell. Na, guck, ich noch eine Karte. 15 Stück. Gut. Jetzt müssen wir einmal zu Hagrid und uns angucken, wie er denn diese ganzen magischen Geschöpfe uns zeigen will. Er hat ja immer so langweilige Geschöpfe. Nee, am Anfang noch spannender, nachher der langweilige, ne? Das Seidenschnabel, den wir jetzt als erstes mal sehen. Kann gut sein.
Ich bin gespannt. Ja, ah, wir schon. Was ist denn das? Ich hoffe, Hagrid verlangt nicht von uns, dass wir das anfassen. Ekelhafte Kreatur. Willkommen zu Pflege magischer Geschöpfe. Dieses Jahr werde ich euch unterrichten. Ich möchte euch Seitenschnabel vorstellen. Er ist ein Hippogreif. Heute lernen wir, auf ihm zu reiten. Du zuerst, Harry. Geh auf ihn zu, verbeuge dich und warte. Ich verbeug mich doch nicht vor diesem hässlichen Scheusal. Hallo, Seitenschnabel. Ja, guter Hippogreif. Du musst durch genug Fledermäuse fliegen, um die Zahl oben im Zähler zu schlagen. Aha. Wenn du bereit bist, drück einfach die rechte Maustaste, um mit Schnäbelchen zu fliegen. Schnäbelchen fallen. Oh. Oh, warte mal, wie fliegt man das Ding denn? Ach so, okay. Geschafft! Keine Ahnung. Jetzt halt's raus, glaube ich. Oh nein! Nein! Ja! Ist ganz leicht. Geschafft! Okay, ist nicht, also es wird kein Rekord, wie man sieht. Genau so! Okay, es war jetzt kein Rekord. Da habe ich echt viele Ringe verpasst, aber naja. Oh, Draco ist gar nicht so erfreut. Eine Sammelkarte! Wirklich gut gemacht, Harry. Möchtest du noch einen Versuch starten? Komm einfach zur Koppel zurück. Insgesamt gibt es 5 Flugstrecken. Auf jeder kannst du eine Sammelkarte gewinnen. Du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Du großes, hässliches Scheusal. Ich sterbe, seht her! Es hat mich umgebracht! Du stirbst nicht. Glaubst du, er wird wieder gesund? Natürlich. Madame Pomfrey kann Wunden in Sekunden heilen. Ich wette, Malfoy wird Hagrid die Hölle heiß machen. Das glaube ich auch. Auch Lucius, der Vater. Naja. Harry machte sich um Hagrid große Sorgen. Und da Malfoy so viel Wirbel um seine Wunde machte, hatte er auch Angst um seinen Schnabel. Wo ist Hermine denn hingegangen? Verwandlung fängt bald an. Bereit für den Unterricht, ihr beiden? Alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich bin nur ein wenig... müde, mehr nicht. Jetzt aber ab in den ersten Stock, sonst kommen wir zu spät zur Verwandlung. Wir könnten die Abkürzung über das Porträt im ersten Stock... Oder die Treppe nehmen. Ganz wie du willst, Harry. Okay, erster Stock. Verwandlung. Schellfisch. Okay, den kannten wir. Muss ich hier drin sein, oder? Guck mal. Was ist hier? Kann jetzt nicht quatschen. Muss zur Verwandlung. Hi, ihr drei. Kommt nicht zu spät zur Verwandlung. Wir sehen uns oben. Oh nein, Pieces. Peace. Oh, sieh an, wenn das nicht Wiesel, Mäkler und Potty sind. Peace. Ich traue dieser Rüstung nicht. Er hat uns eingeschlossen. Wir können ihn schlagen, wenn wir alle gleichzeitig zaubern. Ron, zaubere deinen Carperetractum-Zauber, wenn wir ihn geschwächt haben. Oh je! Drei kleine Spielkameraden! Rictus Extra! Carperetractum! Oh, Vorsicht! Das kannst du doch besser! Rictus Extra! Kleiner blasser Weasley! Rictus Extra! Carperetractum! Oh, Vorsicht! Rictus Extra! Carperetractum! Oh, Vorsicht! Victus Extra! Carperetractum! Unfair! Das ist nicht so schwer, ne? Victus Extra! Carperetractum!
Vorsichtig! Blöder Schwamm. Fast fantastisch, Ron! Es ist einfach, gut zu sein, wenn man sich so erschreckt. Wir sollten jetzt endlich zur Verwandlung gehen. Wegen Peeve sind wir bestimmt zu spät. Das glaube ich auch. Hinein. Hallo und willkommen zum Verwandlungsunterricht. Mit einem sehr schwierigen Verwandlungszauber kann ein Zauberer zu einem Animagus werden. Animagi können sich in Tiere und dann wieder zurück in Menschen verwandeln. Zum Beispiel... Oh, da ist sie, eine Katze. Irgendwelche Fragen? Professor McGonagall, sind Werwölfe Animagi? Nein, sind sie nicht. Animagi verwandeln sich willentlich in Tiere. Werwölfe können diese Verwandlung nicht steuern. Und jetzt zur heutigen Lektion. Den Draconiforce und Lapiforce zaubern. Hermine, vielleicht könntest du der Klasse die Übung vorführen, die ich vorbereitet habe. Ich? Los. Oh ja! Wenn du einfach durch diese Tür gehen würdest. Okay, bin gespannt. Ein Häschen. Beginnen wir mit dem Lapiforce-Zauber, Hermine. Genau. Lapiforce, die Verwandlung von kleinen Gegenständen in Kaninchen. Korrekt, Hermine. 5 Hauspunkte für Gryffindor. Zaubere Lapiforce auf die Kaninchenstatue. Du kannst dann das verwandelte Kaninchen kontrollieren. Okay. Lapiforce! Benutze die Pfeiltasten, um das Kaninchen zu bewegen. Mit der rechten Maustaste hüpft das Kaninchen. Drücke Pfeiltaste oben und halte die rechte Maustaste gedrückt, um weit zu springen. Drücke Enter, wann immer du den Zauber unterbrechen möchtest. Oder erfülle die Aufgabe mit dem Kaninchen und der Zauber hört von alleine auf zu wirken. Guck mal. Ausgezeichnet. Schau jetzt auf den Erdhügel. Schau ich drauf. Und dann? Platziere das Kaninchen oben auf dem Hügel und drück die linke Maustaste, um mit dem Graben zu beginnen. Genau. Okay. Mit der linken Maustaste fressen oder graben. Hervorragend, Hermine. Aha. Okay. Depulso! Depulso! Alle wohnen. Okay. Und auf Suchchen. Yes. Arme Lumora! Ach, okay. Lucky Fox! Das ist eine abgefahren witzige Idee. Einsammeln hier. Halt. Da geht's auch wieder raus, ne? Ich möchte hier graben, aber warte mal, gehen wir noch zurück, da war noch irgendwas, ne? Ich kann schon auch irgendwas machen da vorne. Okay, sind nur Bonussachen. Okay. Aber das ist schon wieder eine witzige Idee, muss ich sagen. Lassen sich ja schon was einfallen, also. Mehr gibt's ja nicht, ne? Aber dahinter ist noch irgendwas. Gut, nimm alles mit. Und speichern. Bäm. Okay, kann ich durchfressen? Gut. Jetzt mal ein Bündchen ein. Ja. Dann auch Bohnen hätten. Okay, wie kommen wir da hoch? Warte mal. Kann ich da hinten hochspringen? Ne, schaffe ich nicht zu hoch, ne?
Aber da kann er rein. Warte, komm mal runter. Da kann ich rein, mich reinfressen. Sehe ich gerade. Okay. Halt. Schaut das auf. Oh, da hab ich das fallen gelassen. Nichts fallen gelassen. Warte. Kommt da auch noch irgendwo hin? Wie kommt man denn da hoch? Wie kommt man denn da hoch bisher? So, irgendwo hin. Da komme ich nicht einfach so hoch. Komm ich da, oder? Hab ich da irgendwann einen Geheimweg nicht entdeckt? Sehe ich hier gerade nicht. Oder vielleicht von. Ja, okay, müssen wir im Brunnen rein. Ich weiß nicht, wie da hochkommen. Schade eigentlich. Okay. Ich muss einen anderen Weg da noch hin. Ach, okay. Komme ich so hier hin? Okay. Komm schon raus da. Jetzt geht hier auf. Perfekt. Okay, aber es ist schon ein bisschen kompliziert. Und jetzt weiter mit dem Draconi-Faust-Zauber. Zaubere auf die Drachenstatue, Hermine, um sie in ein Lebewesen zu verwandeln. Ah, ich brauche fliegen, oder was? Draconi-Faust! Oh, ausgezeichnet! Hör jetzt gut zu. Um weiterzumachen, musst du mit dem Drachen das Feuerball-Paket aufnehmen. Dann fliegst du hoch und landest auf einer Plattform. Zum Schluss musst du die Fackel anzünden, um diesen Teil der Aufgabe zu lösen. Los geht's, Hermine. Drück die Leertaste, damit der Drache abhebt. Mit den Pfeiltasten fliegst du Kurven. Hat der Drache ein Feuerballpaket aufgelesen, drücke die linke Maustaste und der Drache speit Feuer. Der Drache kann für jedes Paket einmal Feuer speien. Termine. Ja, danke. Schon ziemlich gut bin ich. Na gut. Das Ding müssen wir auch wahrscheinlich drehen. Da ist das Ding, da ist okay. Ich steuere das Ganze nicht mit den Pfeiltasten, sondern mit der Maus. Ich wollte eigentlich nur kurz mal hier. Was ist hier da? So. Also mit der Maus zu steuern ist doch gar nicht so leicht, weil die doch sehr empfindlich ist gerade. Aber wir haben es ja geschafft. So, weiter geht's. Die ganzen Bohnen, ich find's geil auf Bohnen. Hermine mag so. Die Pulso! Elasto! Die Pulso! Okay, wir müssen mal kurz gucken, was gibt's noch hier? Die Pulso! Wir haben schon ein paar von den Dingern sammeln. Die können wir nachher auf jeden Fall bei Fred und George im. Im Shop was kaufen. Lucky Fox! Los, fress es weg. Peter Hase. Gibt's noch mehr? Hier. Kann man was rausholen?
wieder ein paar Bohnen bekommen, ne? Da ist sogar noch ein Loch da. Guck mal. Kann ich auch noch irgendwo reinfressen. Was gibt's denn da? Ah, okay, warte mal. Ein Bonus. Ein Bonushasen-Level. Sachen gegeben, ne? Nicht super viel jetzt, aber ein bisschen was ist ja da gekommen. Warum? Oh Gott, sieht das nicht hier hinten irgendwo raus? Da. Da ist auch rein. Okay, jetzt brauchen wir das Fliegeteil. Okay, okay. Watschelt er ein bisschen. Es ist nicht ganz süß, wie der watschelt, oder? Ja, schon ganz niedlich. Ich soll jetzt mal allein hier. Oder den Rest machen. Ah. Freust du auch, wenn du das einsammeln kannst. Deine Drache. So. Ich habe bloß keine Lust, alle Böhnchen aufzusammeln, aber... Einmal. Ah, oh, okay, sonst kommen wir da nicht hoch. Gut. Das ist der nächste Hammer. Natürlich lässig gemacht. Mal zugeben. So, die schwierigen Rätsel hier. Aber es macht Spaß. Okay. Wir können hoch. Sehr gut, Hermine. Was ist drauf? Wie viele Schilder haben wir gesammelt? Ich glaube, wir haben jetzt 5, oder? Fehlen uns noch 5? 6 haben wir, okay. Aber es fehlen noch 4. Uiuiui. Das sind schon wieder ein paar mehr. Guck mal, das mit dem Schild. Wir können bestimmt die anderen auch noch bekommen. Pass mal auf. Depulso! 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 Hallo! Okay, dann haben wir noch einen. Depulso! Depulso! Karte? Depulso! Sehr gut. Kriege ich auch was, wenn ich die Lehre mache? Ne, kann man gar nichts mehr machen, okay. Gut, haben wir alles. Okay. Alohomora! Ja. Dies, Herr Müller, ist ein Bundimon. Ein Bundimon hinterlässt eine stinkende Schleimspur, der du ausweichen musst. Wie eklig! Mit Rictus Sempra kannst du ein Bundimon betäuben. Wenn du schnell genug bist, kannst du hinaufspringen, denn vielleicht gibt es ja eine Belohnung frei. Okay. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Ach, guck mal. Guck mal, da war noch was. Was Bonusmäßiges hier irgendwo? Schade, schade. Hase irgendwo längs laufen. Lucky Fox!
Okay, wir haben die Steuer schon ein bisschen abgespaced zwischendurch. Vorbeigerannt bin. Drüben, ne? Ja, messen wir uns mal kurz rein und schauen mal, was es da so gibt. Hier war schon mal ein Kürbis, sehe ich. Okay, ist runtergekommen. War das das Einzige, was wir machen sollten? Ja, okay. Jetzt haben wir 8 Stück. Ich muss kurz versuchen, bei dem was rauszuholen. Recto Sempra! Vorstellen wir auch noch mit. Wo sind wir gekommen? Wo müssen wir denn raus? Wo müssen wir rein? Ist die Frage. Das ist noch so ein Viech. Recto Sempra! Geht's hier raus? Nee, da geht's nicht raus. Depulso! Ach, guck mal! Ich kann Parseln. Ich kann mit Schlangen spielen. Depulso! Depulso! Geben alle was, ne? Depulso! Gehen wir raus. Oh, das ist ein bisschen nervig. Oh, ich hab Hermine, du machst das! Depulso! Depulso! Und speichern. Ist hier noch irgendwas gewesen? Da oben sieht es aus, als ob wir irgendwo hinkommen, da, ne? Aber. Gut, da oben. Depulso! Da! Okay. Elasto! Ach, der Weg. Oh, hier ist ein Rätsel. Okay. Depulso! Ach so, okay. Warte mal. Depulso! Depulso! So. Depulso! 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 Noch irgendwie. Depulso! 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 Okay, Nummer 9 und. Depulso! 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 Also doch. Depulso! 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 Und eine Karte. Perfekt. Hätten wir uns gar nicht gefunden. War doch gut, dass wir da längst gegangen sind. Hier ist nichts. Weißt du doch was? Depulso! Wo ist das Kaninchen? Wo ist es? Recto Sempra! Recto Sempra!
haben alles eingesammelt. Es haben auch richtig viele von den Kürbissen, aber wo finden wir denn jetzt bitte der... Hier vielleicht? Ein Frosch. Depulso! Okay, wir sind nicht mehr. Komm ich raus. Ah, jetzt. Da oben drauf bleiben. So. Das wäre das letzte Ding, ne? Aber das noch mal, das klingt ja. Wir kommen ja wahrscheinlich gar nicht so ran. Müssen wir das so machen? Was passiert jetzt? Okay. Halt! Ach, das hätte ich nicht eingesammelt. Elastor! Okay, wir hätten noch viel mehr einsammeln können, wir sehen. Du hast die Aufgabe gelöst. Haben wir nicht gemacht. Naja, egal. Du hast alle 10 Aufgabenschilde gesammelt. Ich komme in den Bohnen-Bonusraum. Fantastisch. Stimmt, wir kommen in den Bonusraum. Wow. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elastor! Ich glaube einfach alles zu schnappen, was so geht. Hermine, da bist du. Wie war's? Klasse. Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen es später nochmal. Ich würde sagen, wir versuchen es. Depulso! Wir suchen später nochmal. Diese Aufgabe ist anscheinend gerade gesperrt. Ja, ich wollte auch gar nicht rein. Der nächste Morgen war recht stürmisch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison.
starre Zuschauer. Kommt noch ein Dementor, oder? Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich. Alter, wie viele Dementoren sind denn das bitte? Dementoren! Das war nicht so schön. Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Er entschied sich aber, sich seiner Angst vor Dementoren zu stellen. Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen, also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat, also in deinem Fall ein Dementor, Harry. Zuerst üben wir an einem Ziel. Okay. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel, halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen. Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. Okay, bin gespannt. Expecto Patronum! Ausgezeichneter Zauber, Harry. Noch zwei und du kannst weitermachen. Expecto Patronum! Genau so, Harry. Nur noch einmal. Expecto Patronum! Fantastisch. Drei perfekte Zauber, Harry. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Erkunde die Räume in der Umgebung und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Depulso! Depulso! Okay, wir gucken mal hier drüben. Depulso! Aloora! Was ist denn da? Kann ich nichts machen? Kann ich nichts machen? Oh, da hinten ist der Schrank schon. Ich sehe ihn schon. Oh, wie spannend. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.